Ja, hallo liebe Zocker und YouTuber, es begrüßt euch Gerümpelfleck aus Star Citizen. Wieso Gerümpelfleck? Weil ich hier, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, alles Mögliche an zusammengefundener Rüstung anhabe. Naja, zumindest dieselbe Farbe hat sie ungefähr. Ich habe mir ja angewöhnt, hier im Verse nur noch mit gefundenen Sachen rumzulaufen, damit ich im Falle eines Ablebens nicht etwa meine teuren Subscriber-Flair oder für echt Geld erworbenen Dinge verliere. Ist irgendwie total shit so, aber eigentlich, ja, das ist, also eigentlich muss man sagen, ich hab's, aber ich benutze es nicht, weil ich habe Angst, es zu verlieren, was es total behämmert ist, aber ich weiß es, aber es ist nun mal so. So, aber das wollte ich euch gar nicht zeigen. Wir haben, ja, den Patch 3.16.1 auf dem PU, nicht auf dem PTU, sondern auf den finalen Servern. Schick sie es da auf, mein Freund. Und demzufolge gibt es jetzt die neuen Wracks, die wir uns natürlich gleich angucken werden, hier auch auf dem Live-Server. Es gibt auch die Sprengfallen, aber leider, ich bin mal so ein bisschen rumgelaufen, gibt es die wohl nicht zu kaufen. Also bei keinem Waffenshop habe ich die Sprengfallen für Spieler gefunden, was natürlich ein bisschen schade ist. Ich hatte gehofft, dass es die dann auch gibt, um allerlei Unfug damit zu treiben, zum Beispiel feindliche Schiffe zu verminen, wenn der Pilot gerade nicht da ist, oder Wracks zu verminen, oder Raumstationen zu verminen, oder naja, leider sind die wohl nur in den Wracks als NPC-Objekte vorhanden. Schade, schade, ich hätte es ja gefeiert, das hätte eine weitere Instanz des Chaos in Star Citizen reingebracht. Mir fällt gerade ein, ich muss ja noch das Ding hier muss ich ja noch dran setzen. Hier, das brauchen wir natürlich auch noch. So. Also leider die Tripwire Mines scheinen nur, oder es gibt sie nur an einer ganz bestimmten Location, aber jedenfalls scheinen sie nur in Wracks verwendet worden zu sein. Außerdem ist weit und breit nichts von dem neuen Consolidated Outlands Hover Quad Bike zu sehen. Keiner weiß, was CIG damit vorhat. Das war ja auf dem PTU. Hier ist es nicht. Also, ich habe keinen gesehen, der es hat. Ich habe es auch nicht. Keine Ahnung. Es gibt es nicht auf der Homepage zu kaufen. Man weiß es nicht. Wo ist das Quad Bike? Wo ist es hin? Wir können ja mal in den Chat gucken. Aber ich glaube, da hat es auch keiner. Wie auch immer, also keine Quad-Bikes weit und breit zu sehen, keine Tripwire-Mines zu sehen. Dafür gibt es neue Wracks, hoffe ich denn. Und die werden wir uns jetzt mal zu Gemüte führen. Derzeit fliege ich ganz gerne mit der Andromeda rum. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es. Und ja, so ein paar Änderungen, die wohl auch noch eingebaut werden sollten. Ich kann ja mal so ein bisschen zusammenfassen, Pad 06 müssen wir. Die Fahrstühle auf Grimhex wurden wohl repariert, die sind jetzt keine Todesfalle mehr. Komm jetzt. Der Hunger und der Durst soll wieder relevant sein, sprich, wenn man zu lange unterwegs ist, muss man was trinken, was essen. Ich habe mir vorsichtshalber mal was eingepackt. Da seht ihr es irgendwo, ja. Haben sie noch was eingebaut? Nee, ich glaube, das waren die... Ach so, dass man den Kopf und die Hände verliert, haben sie wohl angeblich rausbekommen. Auch das bleibt ab. Wow, mein Gott. Dafür machen die Fahrstühle hin und wieder mal das. Sie zeigen das schwarze Nichts an. Und dann fällt man auch ins Selbige, wenn man da reinlatscht. Aber alles in allem soll der Patch wieder einige von den fiesen Bugs behoben haben und er soll wieder ganz fluffig und stabil sein, wie die letzten Patcher eigentlich auch. Da habe ich nichts zu meckern. So. Und natürlich, also außer diesen Bugfixes und außer den Wracks, war ja auch auf dem PTU, wird stark vermutet, dass, was heißt vermutet, auf der Homepage steht es schon, ab dem 3. Februar startet Xenothreat mit der Xenothreat Idris und der Javelin und dann wird halt da wieder bei Microtech, beim Lagrange-Punkt ordentlich Geld zu verdienen sein. Das werden wir natürlich machen, aber da haben wir noch ein paar Tage Zeit für. Lass mich gucken, wir haben den 28. genau genommen 5 oder so. Schmeiß die Engine an. Yes, baby! Juhu! Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt derzeit wieder die Conny so gerne fliege. Einfach
weil sie halt das, ich glaube, das eins der ältesten Schiffe überhaupt ist, also Multicrew-Schiffe. Habe ich irgendwie letzte Zeit, seit unserem kleinen Ausflug mit der Stolpertruppe, auch wieder einigen Spaß mit der Conny. So, jetzt wollen wir uns mal die neuen Wracks angucken hier. Ob sie den Sprung zum PU überlebt haben. Missing Crew. Guck mal hier, das ist eine Cave. Das ist natürlich Need Toxic Waste. Na, okay, da haben wir also erstmal schon mal gar nichts mit einem Wrack. Da wäre was mit Wrack, aber da müsste ich ja hier schon wieder. Da müsste ich ja hier. Das ist eine Höhle, ne? Okay, dann machen wir erstmal was ganz Banales. Machen wir erstmal ein Bounty Hunting. Oh, da müssen wir jetzt schon wieder diese. Ich glaube, den Ruf habe ich, aber wir müssen wieder die Dinger freischalten. Ja, okay, komm, machen wir das mal kurz. Hat irgendwie nicht geklappt. Nochmal bitte. Na bitte. So, und was wir natürlich auch noch nehmen ist, vielleicht kriegen wir bis dahin. Gib mal her. So, vielleicht kriegen wir bis dahin auch eine entsprechende Wrackmission. Was haben wir da? Claim Jumper, Security Contract, nichts von Interesse. Da müsste ich in eine Höhle, glaube ich, rein, oder? Wo ist der Typ? Ja, der ist nicht in der Höhle, der ist in irgendeinem Bunker. Da möchte ich jetzt gerade nicht rein. So, also, wir können im Moment gar keine Wracks aufsuchen. Warte mal, das ist doch hier. Ja, das ist hier. Haha, das ist leicht verdientes Geld. Das ist Kampf in der Atmosphäre. Ich komme. Fliesch, meine Dicke. So, also wirklich 316.1. Na gut, 316.1 hat ja eigentlich nur. Hat eigentlich nur die Wracks hinterhergeschoben. Eigentlich hat 316.1 sonst überhaupt gar nichts gemacht. So, immerhin, es ist noch Licht. Ich frage mich echt, wo das Hover-Squad abgeblieben ist. Also, einige haben ja geschrieben, ne, vielleicht kommt zu Xenos-Red-Event. Und da frage ich mich allerdings, warum ziehst du auf einmal so komisch nach links? Da frage ich, warum sollte es zum Xenos-Red-Event kommen? Das Hover-Bike brauchst du doch nicht für ein Xenos-Red-Event. Also, wenn es dafür nötig wäre, wenn es ein Jäger wäre oder ein Bomber, dann würde ich es verstehen. Aber ansonsten ist es ja dafür gar nicht notwendig. CAG gefällt sich ja gerne mal darin, Schiffe zum Sale anzubieten oder zu bringen, wenn sie notwendig sind, aber Xenos-Red, da brauchst du dann definitiv keine Hoverbikes. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß nicht, wo es ist. Vielleicht warten sie auch noch auf das. Ich tippe ja immer noch auf ein Geschenk, vielleicht warten sie auch immer noch auf das. Auf den 400 Millionen. Dollar Founding Chris Roberts Community Brief. Da wartet ihr auch. Wer? Wieso könnt ihr schon auf mich ballern? Ich sehe euch noch gar nicht. Ihr Napfsülzen. Da ist er. Glaub's geht uns gut. So, mein Freund. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du gehst jetzt. Ja, du gehst jetzt mal den Weg allen Ungemachs. Das war aber noch nicht mein Ziel. Der müsste da noch irgendwo sein. In 9 Kilometer. Das muss ein ganz kleiner sein. Ich sehe ihn ehrlich gesagt noch nicht. Oder war er das schon? Nein, er müsste noch. Bin ich unter die Wolkendecke gefallen? Da ist er. Was ist das für ein Schiff? Was erst in 6 Kilometer Entfernung zu sehen ist. Eine Aurora. Yes! Also wie gesagt, ich habe ja den Ruf bei den Bounty Huntern, aber. Restricted Area. Interessant. Komm her, Aurora, gib's mir. Du bist ja quasi meine kleine Schwester, ne? Aurora sieht ja aus wie so eine kleine Conny.
kann aber nichts. Na komm. Feuer! Jetzt schießt er mit Raketen, glaub's hackt. So. Dann können wir uns ja hier verdünnisieren. So, jetzt habe ich VLRTs freigeschaltet, obwohl, ich darf das nochmal zeigen, ja, wir müssen die ganzen Freischaltquests nochmal machen, obwohl ich ja eigentlich den Ruf habe, glaube ich, für die Bounty Hunter, ja. Guild Member, da, ich bin Senior Guild Member, ich muss eigentlich die ganzen Dinger nur freischalten. So, Search, Investigation, ich will doch nur die neuen Dinger da machen, ich will doch nur die Wracks finden. Ihr Napfsülzen. Trecker, Beginner, Bounty Hunters Guild. Trecker, Beginner. Chance 2. Ist es das? Ist es das? Oder was? Ja, komm. Machen wir das auch noch kurz. Freischalten for the win. Bin ich schon über 10.000? Darf ich schon hopsen? Ne, darf ich noch nicht. Kuckuck. Wo sind wir? Ja, da ist es. Ach ja, 31 Millionen Kilometer. Das macht aber nichts, weil ich habe der Conny natürlich hier auch den guten dicken Quantum Drive spendiert. Sprich, da müsste ich jetzt mal. Mit der ist bei Cruise. Nee. Moment, ich muss mal kurz. Ich will nicht zu L1 springen. Ja, dahin springen wir. Z-Route, Crusader. Ich meine, wir können da auch so eine Wrack-Mission machen bei Crusader, wenn wir da einen finden, ne? So, die müsste jetzt eigentlich richtig fix sein. Die Conny mit dem super militärischen Quantum Drive. Wollen wir mal kurz gucken. Ich gucke erstmal, wie viel Required Fuel 700. Ja, das ist okay. So, und ob sie richtig schnell ist, sieht man eigentlich nur, wenn man auf die Zahlen guckt, die da runter ticken. Und wenn ich mir das so angucke, ist sie richtig schnell. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo. Die Conny rast an der Sonne vorbei. Kann man jetzt quasi richtig zugucken, wie sie an der Sonne vorbeifliegt. Hier schaut man mal so. Jetzt halte ich die Maus still. Ja, ist aber auch kein Wunder. Ist halt eine Fixe. So, dann können wir mal gucken. Vielleicht finden wir bei Crusader eins von den neuen Wracks. Ach, da hätten sie noch ein bisschen. Ich weiß, es ist kein vollwertiger neuer Patch. Es ist nur 3.16.1. Aber da hätten sie. Ich muss mal meinen Kaffee umrühren. Da hätten sie durchaus mal. Also die Tripwire Mines. Ja, vielleicht kann man die nur auf Grimhex kaufen, weil es sind halt geächtete Waffen. Ich weiß es nicht. Aber ich hätte es cool gefunden. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass das, sagen wir mal, vorgefertigt kein Problem ist. Ihr seht, wir sind gleich schon da. Aber wenn ein Spieler diese Minen setzt, kann ich mir vorstellen, dass das mit der Engine gar nicht so einfach ist, weil viele, viele Objekte in Star Citizen sind ja derzeit noch nicht materiell. Also ich sag mal, viele Steine zum Beispiel, Pflanzen und so eine Sache. Und da könnte das dann zu Problemen führen mit diesen Lasern, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher, hätte ich jetzt gesagt. Ach, das ist ein Spieler! Nein, ich will auch gar keinen Spieler. Ich will auch gar kein PvP betreiben. Oder will ich PvP betreiben? Mal was probieren? Naja, der wird wahrscheinlich nach Karea unterwegs sein, oder? Sich freihacken. Wollen wir es mal probieren? Ich bin ja gar kein PvP-Spieler. Wird man auch gar nicht merken, dass ich kein PvP-Spieler bin. Hi. So, komm, wir probieren es mal. PvP tut nicht weh. PvP, ole ole. So, wo ist er? Der ist irgendwo da. Okay, dann müssen wir um den. Wir müssen um den Planeten drumrum. Ne, nach Ark wollen wir nicht. Was ist das?
Wir können natürlich mal nach Daemar. Ja, komm, fliegen wir nach Daemar. Müssen wir trotzdem erstmal. Ah, jetzt. Können wir. Zip. Auf nach Daemar. Eigentlich können wir jetzt mal die Engines ausmachen. So. Machen wir sie wieder an. Ey, was zum Henker. Ich enjoy the ride. So, ich komme, Jin. Jin, ich komme. I come for you. Der wird... Entweder ist der zum Außenposten Karea unterwegs. Oder er ist in Grimax. Meine Schilde sind weg, weil ich die Dings ausgemacht habe. Super. Ohne Schilde in PvP, das ist eine super Idee. Saubere Sache. Wo mag der wohl sein? Der ist, keine Ahnung, der ist irgendwo. Der muss da irgendwo. Security Post Opal. Der wird hier irgendwo auf der... Wollen wir das probieren? Ich muss mal warten, bis meine Schilde wieder da sind. Während der unterwegs ist, ich versuche das immer noch so ein bisschen zu prokrastinieren, dass ich den erlegen will. Ich will den eigentlich gar nicht erlegen. So, haben wir hier noch? Ne, haben wir nicht. Gut, dann doch, ich mach das. Ich krieg das hin. Ich mach den platt. Ich grill den. So. Ich komme! In was der wohl fliegt? Bestimmt in der Ares. Der arme Fleck riecht dann voll aufs Fressbrett so. Mit der Ares. Jin, ich komme. I come for you. Sind meine Schilde bald wieder da? Nein, warum auch? Da hinten ist er. Ihr habt es gesehen, ja? Jin. Ich will nicht zum Außenposten. Gib mir die Steuerung wieder. Verdammter Mist. Jin, ich bin unterwegs zu dir. So, kommt Schilde, baut euch mal auf. Was macht der da hinten? Also, da hinten. Was macht der da? Warte mal, wie wechselt man nochmal die Waffen? So. Nein. Jin. Was macht der da mitten im Nirgendwo? Hätte mich jetzt durchaus interessiert. Sagt Jin irgendwo was? Nein. Jin sagt nichts. Vielleicht macht er auch nur Mining ganz harmlos. Dann knall ich jetzt einen Miner ab. Aber irgendwo wird er ja einen Crime-Stat haben, sonst hätte ich kein Kopfgeld auf ihn gekriegt, ne? Also er wird ein böser Junge sein. Vielleicht. Vielleicht weiß er auch gar nicht, dass er einen Crime-Stat hat. Manchmal hat man einen, guckt hoch, also merkt es nicht, guckt hoch an die rechte Ecke und denkt sich, huch, wo kommt der Kreimstadt her? Warum knallt mich die Conny ab? Weiß es nicht. Neutralize! Yes, I'm on my way! Der ist ja gelandet. Was macht er da? Ich weiß. Der wird da gelandet sein. Ich komme. Wo ist der? Da unten. Sind zwei. Shit.
Das ist gar kein NPC. Das ist gar kein Spieler. Das ist ein NPC. Kannst aufhören zu schissen, mein Freund. Das ist ein NPC. Ich dachte, weil der nur Jin hieß, dachte ich, ich hätte wieder die falsche Mission angenommen. Mann, Fleck, du bist so ein Schisser. Aber immerhin, ihr habt es gesehen, ich habe mich mutig dem gestellt. So, können wir jetzt bitte mal Jin. Ja, ist okay, Jin. So. Aber erstmal rumkrakeln, ja. Oh, will mich töten. Will mich töten. Der weg mit den Trümmern. Kusch. Beginner Certification. Da ist ja noch irgendwo einer, oder? Warte mal, wo ist der? Kuckuck. Er fliegt irgendwo hinter mir rum. Weißt du, wieder mal völlig zum Honk gemacht. Wieder mal den ganzen Leuten erzählt, ha, ich mache jetzt PvP. Komm her, du. Schmackofatz. Jetzt halt doch mal still. Ach, wie. Die Conny ist so schön gelenkig. Man möchte weinen vor Glück. Man möchte wirklich weinen vor Glück. Ich kann jetzt auch nicht den Dings ausschalten. Hier, wie heißt es denn? Jetzt. Ja! Komm, das war Volltreffer. Ach, das ist so ein kleiner, so ein Flinker, ne? Ja, ja. Jetzt knallt er gleich auf den Boden. Oder mir ins Gesicht. Das kann natürlich auch sein. Mann! Flieg gleich weg und flieg nochmal an. Ich glaube, das mache ich. Okay. Kannst mir mal gestohlen bleiben, mein Freund. Ah, daneben. Jetzt aber. Ja, bitte, geh doch. So. Also außer, dass ich mich selber zum Horst gemacht habe, weil ich die ganze Zeit dachte, dass ein PvP ist, eine PvP-Mission ist, war das alles in Ordnung. So, Search. Haben wir da nochmal Search and Rescue? Nein. Ling waiting for my package. Was ist das hier? I was in a big accident there. The settlement was going to delay it, but it's. Warte mal, könnte das. Das könnte. Warte mal, ist das so eine Mission? Ist das irgendwas, was mit einem Wrack zu tun hat? Ich nehme das mal kurz an, ja? Ich nehme das mal kurz an. Das könnte so eine sein. Ja, nee, da wollen wir vielleicht nicht durch den Planeten durch. Sie haben ja gesagt, also CIG hat gesagt, alles, was mit Wracks zu tun hat, ne? Kann so eine. Kann diese neuen Wracks beinhalten. Wo? Irgendwo sehe ich die Mission gerade wieder nicht. Weil sie irgendwo am Boden ist. Da oben ist er. Mann, Augen auf. So. Go to Kovalex. Ich komme. Oh, meine Waschmaschine dreht wieder durch. Angenehm. Klang doch, also von der Beschreibung her, als wäre das eine Wrackmission. Aber es deucht mir. Kovalex Shipping. Was mich irritiert, das ist. Ach, dieses Ding. Hä, ist das neu? Das ist neu, oder? Das ist nicht diese Mission, wo man
Tatsache, ich musste einfach nur ein Package aufsammeln. Okay, seit wann muss man denn in Kovalex ein Package einsacken? Das ist mir noch nie passiert. So, machen wir mal aus. So, und raus. Gab's so eine Mission vorher schon mal? Ich meine, das ist ja eine einfache Mission. Muss da unten sein, ja. Ist in der Vorhalle. Ich kenne da drinnen eigentlich nur die Mission, hier in diesem verlassenen Kovalex-Hub, diese Nachforschungen anzustellen. Also PI heißt die, glaube ich. Aber dass man hier ein Paket einsammeln muss, ist mir komplett unklar. Habt ihr das gehört? Ich war der Meinung, ich habe da was gehört. Ah ja, jetzt ist das Package da drin. Jetzt müssen wir uns natürlich den ganzen Weg nach oben fliegen. Warte mal, wenn wir die Mission schon machen, sind wir mal ehrlich, dann können wir ja mal ganz kurz gucken, ob es diese PI-Mission auch noch gibt. Aber ich glaube nicht. Provide Backup. Ist auch irgendwie was Neues, ne? Crusader has learned the security post on Yela is threatened by a group of... Ach nee, das ist dieses Ding. Okay, weiter, komm. Ach, hier waren wir auch lange nicht mehr. Hui! War das runter oder rauf? Ich glaube rauf, ja. Gibt es hier eigentlich mittlerweile Lootboxen hier in dem Ding? Jetzt stoßt hier nicht alle Nase lang den Kopf. Fliegt wie der letzte Mensch. Ich glaube, nee, da war es nicht. Au. Bin unterwegs, ganz locker bleiben. Der Onkel ist gleich da. So, jetzt musste ich hier durch, ne? Hier durch die... Ja, genau. Da ist es... das müsste hier eine kaputte Scheibe sein. Jo. Und jetzt müssen wir irgendwie raus hier zu meinem Grabsch. So, danke. So, wie kann man jetzt da raus? Ich glaube, hier drauf drücken und dann schnell raus. Jo, geschafft. Okay. So. Also, ehrlich gesagt, die Mission kannte ich noch nicht. War mir irgendwie neu. Oder ich habe sie einfach so lange nicht gemacht, dass ich die komplett vergessen habe. Warum ist denn mein Schiff so weit weg? Warum blendet die Sonne so? Drop off at Port Olisar. Das dürfte relativ einfach sein. Das Schöne an der Conny finde ich übrigens auch, dass dieser Fahrstuhl hier Teil des Schiffes ist. Das heißt, pass auf. Man muss treffen. Das heißt, man steht jetzt quasi auf dem... Hat also Schwerkraft. So. Zack, komm. Place. Mitten in Gang stellen, damit einer drüber fliegt. Ungefähr so habe ich mir das gedacht. So, aber das war immer noch keins von den neuen Wracks. Die machen sich ein bisschen rar heute. Nichtsdestotrotz haben wir das souverän erledigt. Missile Warning. Was ist denn für eine Missile Warning? Die ist schon uralt. So, ich guck nochmal nach. Wäre da vielleicht Investigation? Nee, das ist einfach nur schlicht und ergreifend. Das ist auch schon wieder eine Höhle. Dann liefern wir das Ding jetzt erstmal bei Port Olisar ab.
muss ja da oben irgendwo sein. Wo ist es? Da? Stell mich gerade ein bisschen blöd an. Nehmen wir das da. So. Warum kann ich da nicht hin? Gut, dann halt anders. So. Kann ich direkt nach Port Olisar springen? Müsste gehen, ne? Jo, geht. Naja, dann haben wir halt mal eine alte Mission wiederentdeckt oder eine neue Mission gefunden. Weiß ich nicht. Auch das Wiederfinden von Missionen hat ja manchmal was für sich. Auf nach Port Olisar. Hat auch bis jetzt ganz gut geklappt von der Wegfindung, ne? Das hat er ganz gut gemacht hier. Viele Leute sind ja gespannt, was es denn wohl, ach verdammt, ist das Duster, was es denn wohl für Sales gibt für den, für das Xenothreat-Event. Weil, naja, da werden sie garantiert, also ich tippe mal auf Bomber, der Retaliator wird in den Sale gehen, ein paar Kampfschiffe werden in den Sale gehen, Redeemer sicherlich auch nochmal. Also da wird es wieder einiges geben. Kann mal einer Licht anmachen? Das ist ja stockfinster hier. Mach mal Licht an. Also am Schiff. Ich sehe wirklich nicht. Ah, okay, jetzt sehe ich es. Praktischerweise genau da, wo wir das Ding abdruppen sollen. So. Der Onkel kommt mit der dicken Conny. Ah, die Conny ist so ein schönes Schiff, das sage ich immer zu jedem Schiff, aber die ist wirklich schön. Sitzt, oh, die, bis auf das Land, das, ja, ich weiß nicht, ob das ein Landing war, das war eher so ein Aufwippen, aber es hat geklappt. So, komm her, mein Kistle. Plong, erstmal gegen die Wand gelaufen, sehr schön. Also, was mich noch ein bisschen stört, ist hier die, wenn man die Kiste in der Hand hat, kommt man kaum noch an den Fahrstuhl ran. Licht an. So, da. Tschüss, meine Hübsche. Bis gleich. Sind wir hier richtig? 57 Meter, ich glaube ja, oder? Ja, sehr gut. Wir können ja hier auch noch mal ein letztes Mal gucken, ob es hier Tripwire Mines gibt, aber ich glaube eher nicht. Ja, komm. Schwupps. Wie gesagt, das war jetzt nichts Glorreiches, aber es war zumindest... Warte mal, hier? Nee, das ist Dumpers Depot. Deliver Crate to Port Olisar. So, hier wären, wenn dann die Weapons. Also wie gesagt, bei Lorville habe ich nichts gefunden. Und hier, da gibt es auch nur Medpens und aber auch keine. Ach so, das ist eine Pistole. Ja, nein. Ich bin ja auch nicht sicher, ob man hier, also eigentlich dachte ich, man muss hier gucken, weil hier sind ja auch die Handgranaten. Wie man hier sieht, ne?
Aber halt keine. Nein, keine Tripwire meins. Tja. Ja, wie dem auch sei, meine Trauer über die Tripwire Mines und die neuen Wracks auf den finalen Servern, die sehen wir dann später. Heute haben wir nur ein bisschen Routine gemacht und vielleicht eine alte neue Mission wiederentdeckt, was mich sehr freut. Bis dann denn, euer Mr. Fleck aus dem BDU 3.16.1. Tschüssi!